Jo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier. Und heute habe ich für euch noch ein paar Testhände zum Purely Deck, weil wir hatten ja im letzten Video schon die Kombos, aber ich wollte euch natürlich auch zeigen, wie es denn ist, wenn man einfach Hände zieht, die verschieden sind, was man mal mit einer nicht so guten Hand vielleicht macht und so. Deswegen wollte ich mit euch ein paar Testhände durchgehen und euch zeigen, wie das Deck funktioniert. Und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Lasst mir sehr gerne, bevor es losgeht, Like, Kommentar und Abo da, würde mich extrem freuen. Checkt mal den Link zu Gate to the Game Store, da kriegt ihr 5% Rabatt mit meinem Rabattcode. Und wenn ihr was findet, freue ich mich sehr. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt ins Video. Los geht's! So Leute, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Ich mische das Deck noch einmal vor euren Augen, weil, wie ich immer sage, damit ihr wisst, dass ich mir hier nicht irgendwie die besten Kombos uns auf die Hand gebe. Wobei das gerade bei Purely gar nicht so richtig möglich ist. Da muss man schon das komplette Deck stacken, wenn man da irgendwie ganz safe alles haben will. Aber wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Ein paar Testhände, wie gesagt, in meinem Combo-Video, was hier auch in der Beschreibung ist, sieht man nochmal so, was so die Empfehlungen sind, die ich Going First bzw. Going Second machen würde. Aber wir gucken jetzt einfach mal an, wie das denn in der Praxis aussieht. Ob wir vielleicht einfach die ganze Zeit bricken oder ob wir gute Sachen hinbekommen und so weiter und so fort. Und die erste Testhand beginnen wir jetzt, indem wir einmal abheben und uns jetzt 5 Karten ziehen. Die köstliche Purely-Erinnerung ist immer schon mal super. Purely, ja, ist okay, wenn wir nicht noch eine Normal Summon ziehen, ist ganz gut. Die Fieldsbay zu ziehen ist an sich cool, aber mit der hier zusammen natürlich nicht. Oh, jawohl, schön die beiden Bricks in dem Fall, aber das ist trotzdem kein Weltuntergang. Deswegen spielen, glaube ich, viele auch die Fieldsbay auf 2, damit das hier trotzdem Abwerfer ist. Wäre für uns aber jetzt egal gewesen, weil wir ihn auch noch gezogen haben und weil wir ihn in dem Fall nicht unbedingt normeln wollen. Was jetzt ein bisschen blöde ist, wir können nicht um Droll rumspielen, weil wir keine, weil wir müssen halt eine von den 6 Karten ziehen, die uns was beschwören lassen, ohne dass wir was kontrollieren. Und das haben wir jetzt nicht. Deswegen nehmen wir die Karten einfach mal auf die Hand, aktivieren auf jeden Fall unsere Fieldsbay. Und beginnen, da würde ich tatsächlich sagen, einfach mal mit, die können wir nur auf Monster benutzen. Das heißt, wir müssen Purely erstmal normeln und benutzen den Effekt, um die 3 obersten aufzudecken. Ah, da ist zum Glück, ach okay, ja, da sind die Purely-Karten, alles klar. Ja, wir nehmen auf jeden Fall die schläfrige Purely-Erinnerung. Und das Bittere wäre halt, wenn der Gegner jetzt Draw hätte, dann wäre unser Zug nicht vorbei. Aber es wäre schon nicht so geil. Auf jeden Fall. So, aber was ganz cool ist, jetzt haben wir noch eine weitere Karte gezogen und die benutzen wir noch nicht, denn wir benutzen jetzt erstmal die köstliche Purely-Erinnerung. Wählen Sie, dass sie nicht durch Kampf zerstört werden kann für den Rest des Spielzuges. Das ist aber komplett irrelevant, denn wir wollen einfach nur Pure Lily beschwören, aktivieren Pure Lilys Effekt und suchen uns auf jeden Fall unsere permanente Zauberkarte und zwar, wo ist sie? Meine Freundin Pure Lily. So. Die Karte ist nämlich einfach super, weil sie uns halt wirklich immer das gibt, was wir wollen. Und das Ding ist, wir haben schon Zugriff auf die köstliche Purely-Erinnerung. Das heißt, da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Und tatsächlich könnte man überlegen, sich jetzt gleich einfach nochmal zu versuchen, die zu bekommen. Wir warten mal noch kurz ab. Denn jetzt aktivieren wir nämlich erstmal den Effekt von Purely Lily, rüsten die hier aus und machen Plum, weil wir wollen schön, dass Plum viele Materialien bekommt. Oh, Leute, ich musste natürlich noch eine Karte abwerfen. Sorry, wir haben natürlich jetzt den Koboldadler abgeworfen für diese Karte. Wir können ja nicht einfach so specialen. So, aber Plum kann sich halt sehr gut zaubern fallen vom Friedhof als Material anhängen und wird so am schnellsten groß. Deswegen wollen wir Plum möglichst früh oder pummelig möglichst früh rufen und danach erst die anderen Sachen aktivieren. So, wir aktivieren jetzt die schläfrige Purely-Erinnerung auf Chaining 1. Dann ketten wir die an, dass wir die daran ausrüsten können oder als Material nehmen. Werfen die ab für eine Special. Und wir specialen jetzt noch eine normale Purely. Genau so. Dann wird natürlich nochmal gemischt, weil wir ein bisschen was aufdecken. Dann der Effekt. Decken 3 auf. Ach, das ist doch schön. Ja, jetzt decken wir wirklich hier ohne Ende auf. Aber gut, wir hatten halt auch nur eine auf der Starthand. Von daher ist das, glaube ich, auch okay. Jetzt ist es relativ egal, würde ich sagen. Weil wir haben hiermit auch noch einen Search. Wir nehmen uns tatsächlich jetzt einfach mal wahrscheinlich die glückliche Purely-Erinnerung. Denn wenn wir noch die Trap bekommen, und damit haben wir hiermit ja die Chance, und theoretisch werden wir noch eine Special machen damit auch,
wenn wir die Trap noch bekommen, dann würden wir ihn halt liegen lassen und dann haben wir, falls der Gegner einen Ghost Ogre oder so hat, können wir ihn halt hiermit dann protecten. Deswegen würde ich, glaube ich, jetzt die behalten, aber alle drei wären fein gewesen. So, dann würde ich sagen, aktivieren wir jetzt die meine Freundin Pirelli und suchen uns aus unserem Deck, beziehungsweise jetzt können wir nicht suchen, sondern wir haben die Schlange vor die und die Trap. Und jetzt müssen wir halt, ja, ich habe jetzt hier leider keinen Würfel. Wir mischen das einfach mal kurz und dann, ja, so eine Enemene-Mu und raus bist du. Dann nehmen wir uns die hier und mal. Jo, es ist die schläfrige Purity-Erinnerung und die Trap wäre tatsächlich auch sehr cool gewesen, aber das ist kein Weltuntergang. Denn wenn es so ist, dann würde ich tatsächlich, also wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir könnten tatsächlich auch beides setten. Das würde sich jetzt aber nicht so lohnen, finde ich, weil wir wollen schon auf jeden Fall, also hier kann ja auch noch was attachen vom Grave, aber wir wollen auf jeden Fall jetzt schon auf unser Noir gehen, weil ohne die Trap, warum sollten wir kein Noir machen so? Man könnte halt, was halt sehr interessant ist, und das würden wir jetzt, glaube ich, auch machen, wobei wir müssen auf jeden Fall noch eine Sache abwerfen. Wobei, nee, müssen wir gar nicht. Nee, alles gut. Und zwar würde ich jetzt einfach die schläfrige Purely-Erinnerung aktivieren, aber nichts abwerfen. Dann ihn aktivieren, dass sie attachen. Und es ist quasi nichts passiert, aber was daran das Gute ist, wir aktivieren jetzt seinen Effekt, attachen die an ihn. Und jetzt hat er 5 Materialien. Und jetzt machen wir unseren Noir. Und jetzt sind wir quasi auch safe von Nip, weil jetzt das war unsere 1, 2, 3, 4, 5 zusammen. Und wenn jetzt in die Biro kommt, sind nur die beiden weg, weil er ja unaffected ist. Warum ich die jetzt aber behalte, dazu kommen wir gleich. Jetzt machen wir mit den beiden wieder unseren, oder was jetzt wieder, für heute das erste Mal unseren Lyrik-Lieder-Vogel-Ensemble-Blauschnäpper und wir setten die. Und zwar aus folgendem Grund. Wir geben jetzt halt an den Gegner ab, beziehungsweise in der Endphase kriegen wir mit dem mit der Field-Spell noch ein Attach und tun dann unsere Noir nochmal die schläfrige Purely-Erinnerung, denn dann dürfen wir einfach 3 Karten im Zug des Gegners ziehen. So, jetzt ist der Gegner dran und in der Standby-Phase können wir dreimal den Effekt aktivieren, um 3 Karten zu ziehen. Das ist halt extrem broken und mega stark. Leider keine Handtrap gezogen, aber ich spiele hier auch weniger, weil ich ja auch Boardbreaker wollte, wobei man da wirklich gucken muss, man könnte auch anstelle von Dark Ruler Handtraps spielen, weil Going First auf jeden Fall besser. Aber warum wir die jetzt gesettet haben, ist folgendes. Ihr könnt nämlich hiermit den größten Konter gegen dieses Deck umgehen. Und zwar, wenn der Gegner nämlich Herold des Abgrunds aktiviert. Ich meine, er hier ist unaffected und fast nichts tut uns weh, aber wenn der Gegner jetzt Herold des Abgrunds aktivieren würde und sagt Fee Finsternis, dann wäre es extrem bitter, weil wir unseren Noir verlieren. Aber was ihr dagegen machen könnt, ist, wenn ihr eine gesettet habt, dann kettet ihr die hier an, wenn der Gegner die aktiviert hat. Wir werfen irgendwas ab, in dem Fall jetzt auch einen Dark Ruler, beschwören dann aus unserem Deck unsere Pure Lily und wir kriegen den Effekt halt nicht mehr, weil wenn wir das erst an Resolution anketten, dann müssen wir sie halt jetzt weglegen, aber das ist halt das Geile, wir können jetzt ihn auch wählen, dass er nicht zerstört werden kann oder ihn, das ist relativ egal, oder die, aber wir haben jetzt auf jeden Fall noch ein Monster bekommen, was halt auch Fee und Finsternis ist. Und der Gegner schon die Karte aktiviert. Das heißt, wir legen die jetzt einfach weg, behalten unseren Noir. Und so könnt ihr mit einer Quick-Play-Spell einen der größten Konter gegen dieses Deck, und zwar Herold des Abgrunds halt, umgehen. Und jetzt haben wir immer noch, der Gegner hat jetzt dann schon irgendwie eine Interruption benutzt. Und wir haben immer noch 2 Interruptions und mit ihr, also 3, 4, 5 Interruptions und ein Unaffected Boss-Monster. Und der Gegner hat ja schon eine Handkarte weniger. Das ist wirklich echt schwer zu outen. Und ja, ich würde sagen, das ist sehr solide. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt in die nächste Testhand. So, jetzt fangen wir mal mit der zweiten Testhand an. Das wird natürlich nochmal abgehoben. Und jo, jetzt gucken wir mal. Drawn Lockbird, gute Handtrap. Hier wird das Abgrund. Sollen wir fest natürlich nicht unbedingt sehen. Purely Sprung. Ja, je nachdem, was wir jetzt noch bekommen. Meine Freundin Purity ist auf jeden Fall gut. Und die schläfrige Purity-Erinnerung. Gut, das ist tatsächlich sehr nice, weil wir jetzt was haben, damit wir selber ein bisschen um Draw und Lockbird rumspielen können. Denn wenn jetzt unser Zug beginnt, noch in der Draw-Phase, aktivieren wir die hier auf jeden Fall, damit wir zumindest jetzt safe for Draw sind. Und jetzt müssen wir mal kurz überlegen,
Eigentlich müssen wir schon immer auf unsere Lilly gehen. Die Frage ist, wir kriegen halt dann nur noch eine safe. Aber ja, wir machen das trotzdem. Wir gehen auf Pure Lilly, aktivieren ihren Effekt. Meine Freundin Pure, die haben wir schon. Wir haben die Trap auch schon, also suchen wir uns auf jeden Fall die Field Spell. Wo ist er? Ja, so. Aber man sieht ja auch schon, also das Deck kann tatsächlich auch, also was heißt verlieren, wir haben ja noch was zum Extenden, aber auch eine Ash kann manchmal schon echt unangenehm sein. Deswegen, es wird sehr spannend zu sehen. Das, vielleicht muss man wirklich auch irgendwie mehr Extender spielen oder wirklich Going Second Karten müssen wirklich eher Abwurfkarten sein, aber das wird sich alles noch zeigen, wie die Leute das spielen. Und ja, mehr machen wir jetzt tatsächlich in der Draw Phase, ne? Wir gehen in die Standby Phase und in die Main Phase. Und jetzt aktivieren wir die und bezahlen 500 Lebenspunkte und wir wollen jetzt auf jeden Fall unsere köstliche Erinnerung, denn die wollen wir möglichst schnell im Friedhof haben für unsere Pure Lilly. So, und da wir die Trap schon haben, das ist halt ganz geil, kriegen wir safe eine Noir. Also da müssen wir uns keine Gedanken machen, aber ja, wir hätten trotzdem, ist es meistens besser, erstmal ein paar Starter zu haben. So, jetzt aktivieren wir auf jeden Fall die Field Spell, damit wir schon ganz solide geschützt sind für die nächsten Summons. Und ja, ich würde sagen, dann aktivieren wir die jetzt hier auch direkt. Wir werfen auf jeden Fall den Herold des... Ah ja, ich habe gerade schon wieder nichts abgeworfen. Sorry, wir werfen am ehesten Draw ab. Tut ein bisschen weh, weil Draw schon stark ist. Aber wenn man noch nicht weiß, gegen was man spielt, ist es besser. So, und das war jetzt der zweite Abwurf für sie hier. Und damit specialen wir dann auf jeden Fall unsere normale Purely. So. Und aktivieren Purely's Effekt. Dann müssen wir natürlich erstmal wieder das Deck mischen. Und jetzt gucken wir mal. Nee. Nee. Und. Nee. Leider nichts aufgedeckt. Aber das passiert halt auch manchmal. So ist das halt. Wir aktivieren den Effekt. Wir equippen die hier. Und machen wieder unseren Pummelig. Und aktivieren dann den Effekt, um die beiden hier als Material anzuhängen. Aber wie ihr seht, haben wir nur vier Materialien. Das bedeutet, wir können jetzt nicht auf unseren Noir gehen. Das ist aber gar kein Problem. Die Purity haben wir natürlich in Verteidigung gerufen. Ja, jetzt würden wir auf jeden Fall die Trap setten. Einen Gegner abgeben. In der Endphase kriegen wir noch einen Attach. Das ist halt sehr, sehr gut, weil wir werden jetzt auf jeden Fall einige Karten ziehen. So, wir haben nämlich zweimal die schläfrige Purely-Erinnerung ausgerüstet. Und ich mische mir da nochmal ganz kurz. Ja, und wenn dann der Gegner dran ist, hat er erstmal so eine Draw-Phase und dann in der Standby-Phase aktivieren wir den Effekt einmal. Dann aktivieren wir den Effekt ein zweites Mal. Dann aktivieren wir die Trap, um hier einen Noir draufzulegen. Und jetzt können wir Noirs Effekt auch noch zweimal benutzen, um nochmal zwei Karten zu ziehen. So, ach ja, und für die Leute, die sich fragen, Instant Fusion war ja nur bei meinen Options im Deck Profile. Ich habe sie tatsächlich jetzt ins Main Deck genommen, einfach, dass man Going First noch mehr gegen Draw hat und auch gegen Ash und so, aber vor allem auch wegen der coolen Interaktion mit der glücklichen Purity-Erinnerung, dass man das Millennium-äugige Opfer halt wählen kann, damit es nicht zerstört und man hat eine weitere Interruption im Zug des Gegners. Das war noch besser, fand ich, weil Evenly ist wirklich cool, aber momentan eher eine Side-Deck-Karte wahrscheinlich. Ja, und jetzt ist der Gegner dran und es ist nicht das allerkrasseste Wort. Ich meine, wir haben trotzdem einen Unaffected Boss-Monster mit 1, 2, 3 Interruptions. Das ist trotzdem nice, aber klar, das ist auf jeden Fall nicht das beste Board, was man sehen will. Genau, aber tatsächlich, die beiden hier sind ziemlich Standard in dem Deck. Und genau, die beiden könnten theoretisch Handtraps sein, aber ja, Abwurf-Engine-mäßig hätten wir hier eh nichts gehabt. War einfach nicht die allerbeste Hand, aber das gehört halt dazu. Und ich meine, wir haben ja trotzdem gut was hinbekommen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt in die nächste Testhand. So, auch hier wird natürlich nochmal abgehoben und wir gucken uns die letzte Testhand an, die wir ausspielen. Ja, Pure Lilly ist ein okayer Start. Stoße drei Taktiken kann sehr, sehr nice sein. Drodden Lockbird, yo. Und ja, wieder nur eine Purity-Karte, also eine Purity-Split. Aber das ist wieder eine der sehr guten, denn wir können sie wieder in der Draw-Phase benutzen. Das machen wir auch. Werfen diesmal natürlich direkt eine Karte ab. Und wir beschwören, glaube ich, diesmal unsere Purely. Ich weiß, ich bin selber tatsächlich nicht sicher, ob es trotzdem immer der beste Weg ist, als allererstes sie zu beschwören. Auch vom Deck,
weil man natürlich den Search haben will. Ich bin jetzt wirklich unentschlossen, was wir am besten machen. Hiermit haben wir jetzt halt eine Chance, das aufzudecken. Wenn wir nichts aufdecken, ist es natürlich nicht so toll. Aber dafür haben wir Pure Lily halt noch als Normal Summon. Wir probieren es mal so rum, aber ich glaube, das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da andere Empfehlungen habt. Es könnte auch schlauer sein, Pure Lily immer als erstes Summon zu machen. Aber jetzt aktivieren wir auf jeden Fall den Effekt von Pure Lily auch noch in der Draw Phase. Decken 3 auf und okay, wenn man so aufdeckt, dann hat es sich schon gelohnt, weil wir ja Zugriff auf die so schnell wie möglich wollen. Das ist natürlich super. Und dann benutzen wir die auch noch direkt, die köstliche Pure Lily Erinnerung. Wir werfen jetzt in dem Fall, wir können als Schuss der drei Taktiken abwerfen. Wir könnten Pure Lily abwerfen, aber ja, wir werfen Pure Lily ab tatsächlich, weil ich will die Normal Summon gar nicht unbedingt haben. Die ist nicht so super wichtig. Und wenn der Gegner hat noch eine Handtrap aktiviert, gleich ist Stoß der drei Taktiken halt super. Von daher, genau, beschwören wir eine Pure Lily vom Deck. Aktivieren den Effekt, suchen uns wieder unsere, weil wir sie ja noch nicht haben, unsere Karte Meine Freundin Pure Lily. So. Dann gehen wir in die Main Phase, dann aktivieren wir den Effekt, hoffen, dass wir keinen Ogre oder so abbekommen. Wir hätten natürlich hiermit vorher auch einen Schutz dafür suchen können. Ja, wahrscheinlich sollten wir das sogar machen. Wir haben schon Zugriff auf die, genau, dann aktivieren wir die, aktivieren den Effekt. Wenn der Gegner einen Ghost Ogre hat, würde er den wahrscheinlich jetzt schon benutzen. Aber wir decken dreimal. Ja, man könnte auch auf die Schläfrige, weil die Schläfrige haben wir schon einmal benutzt. Nee, jetzt Karten ziehen ist jetzt nicht das Wichtigste, wir wollen safe spielen. Nehmen die glückliche Pure Lily Erinnerung und aktivieren jetzt den Effekt. Und wenn jetzt ein Ghost Ogre kommt, können wir ihn beschützen oder können wir sie beschützen. Wir equippen jetzt die, oder nicht equippen, sondern als Material. So. Ja, und jetzt aktivieren wir auf jeden Fall noch die glückliche Pure Lily Erinnerung. Wir könnten uns jetzt wieder entscheiden, wollen wir was abwerfen oder nicht. Aber wenn der Gegner bis zu dem Zeitpunkt keine Handtrap gedroppt hat, wird wahrscheinlich keiner mehr kommen. Deswegen werfen wir Stoß der drei Taktiken ab. Also tatsächlich von der Reihenfolge ist es eigentlich so, weil die hier direkt hier unchained, also die Chaining 2 nimmt die als Material. Dann werfen wir was ab und machen eine Special aus dem Deck. Einfach wieder auf unsere normale Pure Lily. So, und dann dürfen wir noch mal 3 aufdecken, aber tatsächlich jetzt ist es ziemlich egal. Selbst wenn wir nichts aufdecken, ist das alles sehr solide. Und es sieht so aus. Ah, doch, wir decken tatsächlich noch was auf. Okay, dann behalten wir die und jetzt machen wir wieder den gleichen Trick wie vorhin. Wir benutzen die jetzt nicht, weil er hat hier schon 3 Materialien, benutzt den Effekt, hängt dann jetzt noch die beiden an sich an. Und das Gute ist jetzt, wir können die hier wieder als Sicherheitsnetz, sage ich mal, benutzen. Weil wir ziehen jetzt gleich auch noch eine Karte zumindest. Und das heißt, wir haben safe was zum Abwerfen, wir haben safe Draw. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal wieder Noir. Machen dann mit den beiden wieder unseren Vogel. Und setten die und geben einen Gegner ab. In der Standby-Phase des Gegners dürfen wir hiermit eine ziehen. War doch auch nur eine, oder? Ja, nur eine schläfrige Purely-Erinnerung. Ja, und jetzt sind wir eigentlich wieder in einem ganz guten Spot, weil wenn der Gegner jetzt wieder... Ah, wobei, wir haben gar keine Pure Lilies mehr im Deck, weil wir die jetzt gezogen haben. Das ist natürlich sehr bitter, kann auch passieren, aber normalerweise hätten wir jetzt noch halt eine im Deck, damit wir, oder können die hier sogar von der Hand specialen? Nee, nur vom Deck. Das ist ein bisschen bitter tatsächlich, aber der Gegner muss natürlich das Out hier erstmal haben. Dann haben wir hiermit noch 2 Interruptions. Wir haben Draw und Lockbird, was gegen so viele Decks momentan einfach super stark ist. Deswegen auch das hier auf jeden Fall eine solide Hand, aber... ich persönlich, ich mag Pure Lily sehr, sehr gerne, aber ich glaube, so was mein Eindruck ist, in einem Format, wo so viele Handtraps gespielt werden, die jetzt wahrscheinlich gespielt werden, weil zum Beispiel so Decks wie Super Heavy Samurai spielen halt, keine Ahnung, 18 Handtraps oder so, da könnte es tatsächlich teilweise schwer für Pure Lily werden, aber gut, jetzt ist auch schwer zu sagen, also jetzt gerade zum Beispiel hatten wir ja Stoß der drei Taktiken, das heißt, selbst wenn wir nichts hinbekommen hätten von unseren normalen Sachen, hätten wir halt mit 2 Monstern, ihn hier gemacht und uns mit Schuss der drei Taktiken unsere Trap gesettet. Für die Leute, die das Deck-Profile nicht gesehen haben, kann ich sie auch nochmal zeigen. Ich finde die auch eine sehr coole Spice-Karte. Den Harpien Federsturm und dann überleben wir halt safe einen Zug und haben ja hiermit auch 2 Interruptions. Das darf man auch nicht vergessen. Ne?
Von daher, wir sind schon ganz gut gerüstet gegen Handtraps, aber wo jetzt gerade noch so mein größter Struggle ist, ob man wirklich die Dark Rulers drin lässt, weil die sind halt super, super gut gegen Super Heavy Samurai und vor dem Deck habe ich auf jeden Fall echt Angst. Aber man könnte die halt auch rausnehmen. Also die könnte man theoretisch rausnehmen. Man könnte natürlich theoretisch auch die rausnehmen und erst reinsiden und solche Sachen. Genau wie die hier. Ja, theoretisch die hier auch so. Das sind alles so Sachen, die kann man halt machen. Aber ich bin eigentlich sehr happy mit der Liste, aber für die Leute, die es wissen wollen, also wenn ihr irgendwie andere Going Second Karten oder Handtraps oder Abwurf Engine spielen wollt, wenn das die Karten, die ich am nächsten rausnehmen würde, wobei ich die hier halt extrem geil finde, die spielt, glaube ich, niemand, habe ich noch in keiner Liste gesehen. Deswegen den Spice würde ich gerne drin lassen, aber diese fünf Karten hier, ja, kann man halt machen, was man will, aber wie gesagt, gerade die beiden hier sind halt extrem gut gegen Handtraps und sind Going First und Going Second gut. Das heißt, wahrscheinlich ist der größte Flexbot wirklich Dark Ruler. Da könntet ihr auch dann drei Veiler für spielen oder so, weil Veiler einfach auch gut ist, wenn man die nachzieht. Aber das ist das Ganze euch überlassen. Und ja, wir könnten jetzt natürlich noch ein paar Testhände machen, aber ich glaube, man hat jetzt ganz gut gesehen, dass das Deck auf jeden Fall konsistent ist und wie das Deck die Sachen hinbekommt so. Selbst mit nicht so, ich hatte jetzt hier tatsächlich, alle drei Hände waren so middle, würde ich sagen. Wir haben kein einziges Mal die Abwurf-Engine hier gehabt, die ja direkt zwei Abwürfe for free macht und uns die Field Spell sucht. Beziehungsweise wir hatten die halt nie ohne den anderen Brick und solche Sachen. Aber ja, ich hoffe, dass ihr trotzdem gesehen habt, wie man dieses Deck spielen kann und. Ich habe es auch schon in meinem Deck-Profile gesagt. Ihr könnt mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, wenn man irgendwelche Sachen smarter oder schlauer machen kann. Denn ich bin nicht der größte Meister, das ist mir auch klar. Ich versuche, wie gesagt, immer nur Leuten aufzuzeigen, wie man es machen kann, wie ich es mache. Und wenn jemand aber sagt, ey, ich bin hier der größte Purely-Spieler, den die Welt je gesehen hat, du solltest auf jeden Fall immer das machen oder immer so spielen oder vor allem das und das machen. Könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn es euch geholfen hat, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Freue ich mich auf jeden Fall so oder so sehr drüber. Yo Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich weiß, dass Purely gar nicht so super beliebt bei euch ist, aber ich wollte trotzdem mal mit dem Deck alles durchgehen, was ich sonst auch mache. Also Deck-Profile, Kombos, Testhände, wenn es sich anbietet, wie in dem Fall. Und ein In-Action-Video, also Replays wird es noch geben. Aber dann wird es auch zum nächsten gehen. Wenn ihr Bock auf irgendwas Bestimmtes habt, schreibt mir das sehr, sehr gerne auch in die Kommentare. Ihr könnt mir auch sehr gerne bei Instagram folgen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das auch hier unten verlinkt. Und ja, Leute, bevor das Video hier vorbei ist, würde ich mich sehr über Like, Kommentar und Abo freuen. Wäre wirklich mega, mega nice. Checkt den Link zu Gate to the Games. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Euer Francis Gaming.